ist sie die Präsidentin vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband und seid jetzt gerade zum AgroStart 2018 geehrt worden. Was bedeutet euch die Auszeichnung? Es ist eine grosse Anerkennung und vor allem ist es eine Motivation, um zu zeigen, die Bäuerinnen sind auf dem rechten Weg und die Landwirtschaft hat die Bäuerinnen dringend nötig. Und wie wollt ihr den Preis nutzen, für eure Anliegen deutlich zu machen? Ja, also es gibt sicher jetzt ein paar Leute, die sich eben um den Preis, vor allem um die Gründe, warum wir diesen Preis haben bekommen, darum interessieren und halt einfach gerne davon reden und sagen, wir brauchen eine ebenbürtige Beteiligung in der Landwirtschaft und nicht einfach so, dass wir uns selber noch abtun und sagen, ja, wir tun noch mal so ein bisschen helfen. Und dabei ist man aus Hilfe auf allen Etagen vom Betrieb. Das ist nämlich eine grosse Herausforderung. Das ist einfach wichtig auch für das Selbstvertrauen, für das Selbstwertgefühl der Bäuerinnen und der Betriebe. Habt ihr Zeit, den Preis jetzt ein bisschen zu feiern oder rüft ihr wieder die Arbeit? Ja, aus persönlichen Gründen ist es jetzt halt nicht gerade ein bisschen die Arbeit, aber das ist es eben gerade. Das zeigt mir, die Arbeit hat Sinn.